Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Minister, Kollegen des Bundesrates, sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen. So wie vorher schon erwähnt, geht es um die gesetzliche Schaffung einer Notstandsreserve für Erdgas. Bei Erdöl haben wir eine, die ist für 90 Tage, vor allem für Haushaltskunden und die sogenannten sozialen Dienste. Der heutige Beschluss zur Gasbevorratung ist wichtig und richtig, denn die Versorgungssicherheit steht an oberster Stelle. Reserven im Gasbereich hatten wir bisher nicht, so wie wir doch einiges nicht hatten. Man muss aber schon anmerken, dass jahrelang nichts gemacht wurde. Wir Freiheitlichen standen und stehen immer für eine vernünftige Energiepolitik. Eine ausgewogene Verfolgung von drei Zielen. Selbstverständlich ist der Umstieg auch auf erneuerbare Energien ein Teil davon. Dabei dürfen wir aber sicher nicht auf die Versorgungssicherheit vergessen, und auch ein wesentliches Thema ist immer wieder der Netzausbau. Oder gibt es auch schwere Versäumnisse, wofür wir hoffentlich nicht jetzt alle miteinander noch zusätzlich den Preis zahlen müssen. Die Wirtschaftlichkeit und die Leistbarkeit sollte man auch nicht aus dem Auge lassen, und es gibt jetzt ja eine massive Entwicklung im Preisbereich. Natürlich muss ich das Thema Biogasanlage, so wie es ja der Kollege schon gemacht hat, ansprechen. Ich weiß schon, dass wir nicht so viele Biogasanlagen in Österreich aufstellen können, dass man den kompletten Gasbereich abdecken kann. Da sind wir meilenweit davon entfernt. Nur ist jahrelang, und ich kann von eigener Seite aus darüber sprechen, alles probiert worden, alle Steine in den Weg zu legen, dass wer sein Biogas nicht verstromt, sondern ins Netz einspeist, obwohl es ganz einfach gewesen wäre. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern Thema ist die Pflicht zur Notstandsreserve für Erdgas. Und da wurde ja im Nationalrat von den Freiheitlichen ein entsprechender Entschließungsantrag am 24. Februar dieses Jahres eingebracht und gestellt. Und darin wurde die Regierung aufgefordert, eine Regierungsvorlage vorzulegen. Und siehe da, es ist diesmal sehr, sehr schnell gegangen. Das sehe ich aus durchaus positiv. Und wir Freiheitliche werden auch diesem Gesetz die Zustimmung geben. Das ist jetzt ein Gesetz aus der Not und man muss auch sagen, es ist durchaus ausgewogen. Mit diesen 12,6 Terawattstunden, die ein Achtel des Jahresverbrauchs darstellen, wird zumindest die Erdgasversorgung für einen Mustermonat, nämlich den Jänner, gesichert. Vorschläge der Europäischen Union, dass man sozusagen verpflichtend 80% oder 90% der Lagerkapazitäten als Reserve anfüllen muss, werden auch derzeit diskutiert. Da wir Freiheitliche für Energiepolitik mit Haushaltsstand stehen, sehen wir den heutigen Gesetzesbeschluss auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung. Frau Minister, Sie haben mir bei der letzten Rede zu mir persönlich gesagt, wenn ich eine Kritik zu äußern habe, dann soll ich das direkt an Sie tun. Es hat mir dann am nächsten Tag ein Mitarbeiter Ihres Hauses geschrieben und hat mich in Ihrem Namen gebeten darum, dass ich meine Fragen noch einmal stelle, die mir nicht beantwortet worden sind. Ich habe das gemacht, ich habe zweimal urgiert und bis jetzt ist zurückgekommen, dass ich nichts bekommen habe. Aufgrund dessen werden wir dann noch extra heute eigene Anfrage diesbezüglich einbringen. Und nur, dass Sie sehen, ich halte mich an den, dass ich mich direkt an Sie wende. Und die Fragen, glaube ich, die waren nicht so schwer, damit dass Sie mir es nicht beantworten konnten. Also, und dann hätte ich noch die Frage, vielleicht können Sie es jetzt beantworten, weil es schnell gehen müsste und nicht drei Monate Zeit hat, wenn Sie in Ihrem Rahmen bezüglich E-Ladestellen für Schwerlast-Lkw sagen, das ist alles kein Problem und die Raststellen werden ausgebaut. Warum werden derzeit auf den jetzigen Raststellen, die derzeit gebaut werden, gibt es Pläne, wo kein einziges Stromkabel für eine E-Ladestelle für Schwerlast-Lkw auf den Aschenack-Parkplätzen sind? Vielleicht könnten Sie der Sache nachgehen und mir das vormelden, weil das ist jetzt Baubeginn, also die Bagger fahren auf. Vielleicht könnte man das auch gleich nachholen. Danke.